und Menschen diese Rechte nicht mehr hatten. Das Projekt ist Jugendliche, die, sagen wir, den Weg zur Demokratie gerade suchen und mit den Gedenkstätten des Nationalsozialismus zu besuchen. Es ist schwer vorstellbar, wenn man einerseits sagt, keine Ahnung, alle massenweise abschieben, Remigration und so weiter. Und dann spielt man hier mit denen und trinkt die leckere Brause und ja, chillt am Nachmittag. Das, wie übersetzt ihr das für euch oder wie übersetzt ihr das für mich? Habeck hatte mal wieder eins seiner vielversprechenden Küchentischgespräche und wie immer ist er zu Gästen gefahren, gegen die überhaupt nichts einzuwenden ist, aber die natürlich eher seiner Meinung sind. Kritik an Habeck und seiner Politik und seinen politischen Ansichten war also auch hier mal wieder Fehlanzeige und somit komme ich zu dem Entschluss, dass Habeck gar nicht in die Retroperspektive, in die Selbstreflexion gehen möchte mit diesen Küchentischgesprächen, sondern hauptsächlich sich inszenieren will, also quasi ist das Ganze hier nichts anderes als eine Form der Wahlkampftaktik. Die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die ist groß. Wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Sich als bürgerlich nah und selbstreflektiert zuhörend zu geben, wobei natürlich nur die Probleme entsprechend thematisiert wurden bisher, die einen Robert Habeck in den Kram passen. Wir sind umzingelt von Wirklichkeit. Die erwartet man erstmal nicht. Ne? Man sagt, da kommt wieder ein Politiker, hat man ja schon mehrmals durch und mal gucken. Herzlich willkommen. Hallo, Robert Habeck, hallo. Hallo, moin. Und das, was stattgefunden hat, war was Persönliches. Aber das ist was auf Augenhöhe, dass er wirklich das, was man sagt, gleichberechtigt wahrnimmt. Und das hat mich ein bisschen überrascht, gebe ich zu. Ja. Doch, hat was. Nee, schön, dass es geklappt hat. Ja, danke für die Einladung. Das ist bisher der kleinste Küchentisch. Ist ja gar kein richtiger Küchentisch. Ja, so symbolisch sollte es schon Küchentisch sein. Mit einem Blick auf den Tresen hier und ein paar Getränke haben wir hingestellt, einfach freiweg bedienen. Ja, dann nehme ich hier die einheimische Limo. Kein klassischer Küchentisch heute, sondern ich bin in einem Jugendzentrum. Die haben mich eingeladen, um an ihrem Tisch über ihre Sicht der Dinge, über die Herausforderungen hier, über die Probleme zu sprechen. Und wir machen natürlich verschiedene Sachen. Ne? Schulsozialer bei Streetwork ähnliches und machen seit zig Jahren Gedenkstättenfahrten mit jungen Menschen über eine Dreijahresreihe, um einfach praktisch über den Bildungsansatz jungen Menschen zu zeigen, was passiert, wenn man nicht das Privileg hat, in einem System wie hier zu leben mit entsprechenden Freiheiten, sondern guckt euch bitte mal an, was da vor ein paar Jahren passiert ist, wo Menschen diese Rechte nicht mehr hatten. Das Projekt ist Jugendliche, die, sagen wir, den Weg zur Demokratie gerade suchen und mit den Gedenkstätten des Nationalsozialismus zu besuchen. Das ist schon so eine Art Gegen. Ja, als der Begriff Jugendzentrum fiel, da wurde mir schon klar, dass die Leute hier wahrscheinlich eher linkslastig argumentieren werden oder entsprechend linke Schlagseite haben, was ihre politische Einstellung angeht, was natürlich wiederum bedeutet, dass es für einen Habeck sehr vorteilhaft ist. Ein Projekt, also wir haben im Jugendclub sonst ganz, ganz viele Migranten, aber auch da sind Jungs dabei, die haben definitiv rechtes Elternhaus und das tragen die Jungs mit rein. Ja, dann sitzen die hier und spielen Kicker oder ja. Wie? Ja? Genau so. Die spielen Kicker, die sitzen, spielen Playstation, kochen zusammen, also wir haben Kochprojekte auch. Aber dann wird natürlich nicht darüber diskutiert. Die Diskussionen kommen dann eher mit uns, also mit den Sozialarbeitern. Genau. Aber ein bisschen schwer vorstellbar, wenn man einerseits sagt, keine Ahnung, alle massenweise abschieben, Remigration und so weiter. Und dann spielt man hier mit denen und trinkt die leckere Brause und chillt am Nachmittag. Wie übersetzt ihr das für euch oder wie übersetzt ihr das für mich? Naja, mit denen redet sonst keiner. Die haben ihre Fragen, die wollen über das Thema diskutieren und reden. Wir machen die Argumentation, die Diskussion auf und hinterfragen dann auch. Und es ist erstaunlich, dass es trotzdem funktioniert. Wir sind jetzt erst im Oktober wieder zurückgekommen aus Krakau. Das war eine auch wieder total bewegende Fahrt, wo wir auch immer da sitzen, diese jungen Menschen. Das bringt so viel Hoffnung, so viel Potenzial. Da ist so viel im Kopf auch drin, wo wir wissen, das nehmen sie alles mit in ihre neuen gesellschaftlichen Strukturen, wo sie dann später auch mal sein werden. Ob es Ausbildung, Familie, Freundeskreis, Vereine und so weiter. Das ist eine Arbeit, die ist so wertvoll, die wollen wir weiterführen. Weil es auch für jede nachfolgende Generation total wichtig ist. Und ich glaube einfach, wir brauchen, wenn wir schon über Demokratie-Dinge reden und über Bildung reden, wir brauchen die Möglichkeit, dass jeder Jugendliche, ja, ob die Eltern Geld haben oder nicht, die Gelegenheit hatten, einmal dorthin zu fahren und das begleitet zu besuchen. Also es ist ja wie, also unter schwierigsten Vorzeichen, wie so eine, ja, wie so ein Vorzeigeding, wie Gesellschaftsarbeit eigentlich sein soll. Diese Grundwerte historisch in Europa, Humanismus,
Der Stärkere hilft den Schwächeren, was man kennt. Ein bisschen Solidarität üben, gucken, dass man Leuten hilft, dass man eben nicht über alle. Das sind die Werte, die wir versuchen rauszuarbeiten. Ich habe mich bisher hier mit dem Kommentieren schwierig getan, beziehungsweise viel aufgenommen, ist dann aber wieder verworfen. Einfach deshalb, weil ich es natürlich für wichtig finde, dass man aufklärt über den Nationalsozialismus und die Verbrechen, die dort begangen wurden. Wenn ich jetzt aber diese Ausführungen höre, dann frage ich mich schon, will man hier tatsächlich Aufklärung, neutrale Aufklärung, politische Aufklärung betreiben? Oder will man hier die Jugendlichen indoktrinieren? Und für mich, ja, fühlt es sich hier so ein bisschen an, als ob man versucht, die entsprechenden Jugendlichen, die andere Meinung haben, als gegebenenfalls diesen Menschen oder einem Habeck lieb ist, entsprechend in eine andere Bahn zu lenken und politisch zu beeinflussen. Und dann muss man auch mal darüber nachdenken, inwiefern das okay ist, dass, wenn so etwas mit Steuergeldern finanziert wird, hier eine solche politische Einflussnahme entsprechend erfolgt. Denn es ist okay und es ist auch nicht verkehrt, wenn man durchaus die Meinung hat, zu viel Pluralität ist nicht gut für eine stabile Gesellschaft. Ja, ein gewisses Maß an Pluralität ist wichtig, aber es gibt auch Formen der Pluralität, die wiederum dem eigentlichen linken Anliegen der Pluralität im Wege stehen. Ja, und da wissen Sie jetzt wahrscheinlich, worauf ich aus will. Ne? Also es gibt gewisse Religionen, die die Pluralität beispielsweise wiederum einschränken. Und wenn man das dann entsprechend ausführt, dann hat das halt nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun oder dessen, dass man keine plurale Gesellschaft will oder ausländerfeindlich ist, sondern dann ist es nun mal einfach ein Faktum, was beschreibt, wie die Lebensrealitäten und Wirklichkeiten sind und was hier abgeht in diesem Land. Man muss da ja nur mal nach NRW oder so schauen, zu gewissen Schulen. Da sieht man, dass dort wirklich Probleme entstehen mit dem sogenannten Pluralismus, der von den Linken ja immer so gefordert wird, unter anderem auch von diesen Herrschaften hier bei diesem linken Jugendtreff. Ich glaube aber, dass wir Tendenzen haben, diese Kruste von Demokratie und Zivilisation, die ist verdammt dünn. Die ist ja schon mal gebrochen, nicht nur einmal. Und das zeigt ja immer wieder, dass wir total aufpassen müssen, dass diese Kruste nicht bricht. Und natürlich ist es möglich, dass diese Kruste wieder bricht. Aber ich glaube, dass wir bestimmte Tendenzen sehen. Aber ich glaube auch, dass wir genug Leute haben, die gegenhalten. Und das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Ich finde das zwischen, also anrührend, aber das ist nicht kitschig gemeint, sondern echt total begeistert. Also wenn ihr erzählt, ist das eine ganz, ganz intensive Erfahrung, alleine das zuzuhören. Das ist schon super, also beeindruckend, muss ich einfach sagen. Da kann ich jetzt nur sagen, danke für eure Arbeit. Ja, gerne. Danke für den Abend. Der wird lange nachhallen bei mir. Und was macht ihr jetzt? Feierabend für heute? Ja, ein Bier trinken. Okay. An dem Termin war ungefähr alles beeindruckend. Die Leute, die total bodenständig, aber ich finde visionär waren gleichzeitig. Und so wie sie es mir erzählt haben, sind das total tiefe und eindringliche Reisen, die auch die Jugendlichen verändern. Und vor allem nehme ich mit, dass dieses Projekt jeder Jugendliche einmal machen sollte. Ja, was haben wir jetzt mitgenommen von diesem Dialog? Ja, ein Habeck findet es gut, dass eine linke Jugendtreff entsprechend darauf Einfluss nimmt, dass die Jugend auch schön links bleibt und keiner abweicht und vielleicht mal gegebenenfalls konservativ oder rechts denkt oder gegebenenfalls auch mal gewisse Themen wie die Migrationspolitik kritisiert. Ja, also so nehme ich das wahr. Natürlich ist es okay und auch wichtig, dass man aufklärt über den Nationalsozialismus, ja, und dass man verhindert, dass Leute ein solches Gedankengut entwickeln wie beim Nationalsozialismus. Keine Frage, ist eine wichtige Arbeit. Dafür vielen Dank an die Herrschaften. Aber wo es so in Richtung, ja, politischer Indoktrination geht, dass man die Leute versucht, ja, bloß werdet alle links, ne? Da muss ich sagen, habe ich eher ein ungutes Gefühl, wenn das Ganze dann auch noch mit Steuergeld finanziert wird. Ob das hier wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Finanzstrukturen sind. Aber ja, das soweit dazu. Vielen Dank fürs Zusehen. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.